Willkommen zurück zu Keep Talking and Nobody Explodes. Ich bin ja wieder unterwegs mit Seuchenmarine. Hallo. Der Mann am PDF. Der Verplante am PDF. One Giant Leap haben wir letztes Mal nicht geschafft, aber steht ja auch in 60% der Fälle explodiert diese Bombe. Letztes Mal ist sie explodiert, dieses Mal wird sie es vielleicht nicht tun. Wir schauen mal. Okay, es geht los. Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Okay. Oh, wir haben was ganz Neues. Wir haben verschränkte Kabel. Alles klar. Kabelsequenzen in diesem Modell. Wechseln zum nächsten Panel. So. Okay, ihr seht, das hatten wir bisher noch nicht. Deswegen müssen wir kurz die Anleitung lesen. Zeit haben wir ja. Okay, du sagst mir die Nummern und das Kabel und wohin es geht. 1C schwarz. 1C Aufkommen schwarze Kabel. Ein erstes schwarzes Kabel aufkommen A, B oder C durchtrennen. Und rot von 2 nach A. Rotes nicht durchtrennen. Nächste Sequenz. 4B schwarz. Ist das 4 schwarzes Aufkommen? Welche Ding? 4B, Nummer, 4B schwarz. 4B schwarz, nein, nicht durchtrennen. 5A schwarz. 5A schwarz, nicht durchtrennen. 6A schwarz. Nicht durchtrennen. Falsch. Eins muss durchtrennt werden, mindestens. Das waren jetzt alle schwarze Kabel. Alles schwarz. 4B, 5A, 6A. Ja. 4A? 4B. 4B. A oder C. 5 müsste nur durchtrennt werden, wenn es B ist. Und 6 müsste nur durchtrennt werden, wenn es B oder C ist. Aber wenn ich runtergehe, macht's Merp. Verdammt! Ja. Oder zählt das Vorkommen von Schwarz auch mit aus der ersten Stufe mit? Falls das irgendeinen Einfluss haben sollte. Nö, eigentlich nicht. Nee, durchtrenn einfach mal eins auf gut Glück. 4A war, 4B war schon mal falsch. 6A musste durchtrennt werden. 6A steht bei mir aber B oder C. Nächste Sequenz. 7C blau. 7C blau durchtrennen. Boom. Was? Soll ich nochmal reinschauen? Durchtrennen Sie die Kabel wie in der folgenden Tabelle angewiesen. Das Aufkommen von Kabeln ist kumulativ über alle Paneele dieses Moduls zu betrachten. Was? Also summiert sich auf. Ja? Ja. Also wenn im ersten Modul ein schwarzes kommt und dann im zweiten kommt wieder ein schwarzes, dann sind schon mal zwei schwarze, die aufgetreten sind. Ach so. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar, dann machen wir es gleich nochmal. Yay! Yeah. Ah, da sind schon mal was Nettes dabei. Okay, wir machen das gleiche nochmal. Wieder Kabelsequenzen. Okay. 1C rot. Durchtrennen. 2A blau. Nicht durchtrennen. Korrekt. Nächste Sequenz. 4B rot. Oh, zweites rotes. 4B rot. Durchtrennen. 5A rot. Durchtrennen. 6C schwarz. Durchtrennen. Nächste Sequenz. 7C blau. Durchtrennen. 8C rot.
Warte, ist das das vierte oder das fünfte rote Kabel? Kann ich nochmal hochgehen, oder? Nee, ich glaube nicht. Zieh, schneid's durch. 9a schwarz. Das war das dritte. Nicht durchtrennen. Nee, warte, das war das zweite. Durchtrennen. Gut, ein Strike haben wir jetzt. Nächste Sequenz. 11b blau. Durchschneiden. Und letztes. Nee, ist entschärft. Okay, als nächstes Passwort. X. X gibt es nicht. F. P. Ja, 2. Okay, ja. P. R. Z. D. Das sind die. R. Z. D. Okay, entweder P, R oder F. Was das nächste ist J. Aha. O. R. K. Y. A. Entweder ist es, kriegst du Found hin? F-O-U-N-D? Nein, im dritten ist kein U. Point. Das könnte funktionieren. Ah. Okay, Symbole. Oh, endlich was Leichtes. Die Hantel? Moment, was? Eine Hantel? Ja, dieses schräge nach rechts oben und dann die zwei kleinen Striche. Das schräge nach rechts oben. Schräg rechts oben und dann sind da zwei kleine Striche dran. Ach ja, 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 okay. Omega, Kronleuchter, ja. Umgedrehtes N. Hantel, Kronleuchter, ja. N und dann Omega. Alles klar. So, und jetzt müssen wir noch ganz schnell erinnern hinkriegen. Ja. 3. Dritte Position. Ist eine 2. Ja. 3. Erste Position. Ist eine 3. Okay. 4. Mit der Aufschrift 4. Ist vierte Position. Ja. 4. Position 1. Ist eine 2. Okay. 3. Mit der Aufschrift wie in Stufe 4, also Nummer 2. Entschärft. Boah. Huiuiui. 45,12 Sekunden. Ich muss mir das ausdrucken und da irgendwelche Symbole hinkritzeln. Kannst dass, du machen. Dass ich weiß. Gott. Kondensatorentladung. Ach so. Ach ja, das ist dann was für dich. Da hast dann du viel Spaß, nicht mehr ich. Ach du meine Güte. Top 57%, immerhin. Oh, gut. Eieiei. Fair Game, das klingt doch schon mal sympathisch. No more handholding. Erinnere dich an alles, was du gelernt hast, weil alles kann auf dieser Bombe erscheinen. Ah, sehr gut. 5 Minuten, 5 Module, 3 Strikes. 5 Module, okay. Alles klar. Gott, 5, also eine Minute pro Modul? Sportlich. Wenn es leichte sind, dann ist es in Ordnung. Genau, aber wenn es Morsen ist, dann 5-mal Morsen. Oh, Morsen. Oje, oje, oje. Ja, probier's mal. Also wir haben kurz lang mit drin. Kurz, kurz, kurz mit drin. Kurz, lang mit drin. Da haben wir schon mal, was ich gesehen habe. Okay, jetzt geht's von vorne los. Kurz, 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 kurz. Hier mal kurz. Kurz, kurz, lang. Kurz, 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 lang. Kurz, kurz, kurz. Kurz, lang. Kurz, kurz. Kurz, das kurz. Das erste war viermal kurz, ja? Ja. 3,515. Check. Kabelsequenz. Normale oder? Kabelsequenz. Ach, die, okay. Okay, es geht los mit 1a rot. Nicht durchschneiden. 2a schwarz. Durchschneiden. 3c rot.
C nicht durchschneiden. Okay. 4A blau. 4A blau nicht durchschneiden. 6C schwarz. Durchschneiden. 7B rot. Durchschneiden. Falsch. Scheiße. 9A schwarz. 9A schwarz. Nicht durchschneiden. 10A blau. Durchschneiden. 11A schwarz. Durchschneiden. 12B blau. Durchschneiden. Okay, entschärft. Dann haben wir Labyrinth. Oh, sehr gut. Moment, suche ich gerade. Was ist denn das Labyrinth? Da. Okay. Erste Spalte, vorletzte Zeile ist ein Kreis. Moment, suche ich gerade. Erst. Ja, hier. Ich stehe in der dritten Spalte, zweite Zeile. Da ist auch ein Kreis. Dritte Spalte, zweite Zeile. Alles klar, du stehst auf dem Kreis. Und das Ziel ist 2 links von mir. Runter? Ja. Ganz nach links? Ja. Und dann hoch? Entschärft. Erinnern. Erinnern. Ja. 3? Dritte Position. Ist eine 2? Eine 2. 3? Erste Position. Ist eine 2. Okay. 2. Selben Aufschrift wie in Stufe 1 ist die 2. Zweite Position. Okay. 3. Knopf in derselben Position wie Stufe 2. Position 1. Ist eine 4. Okay. 1. Selben Aufschrift wie in Stufe 1 ist die 2 drücken. Okay, und wir haben einen Knopf. Moment. Ich hätte gedacht, das wäre schon das letzte. Nee, einen haben wir noch. Okay, nicht. Ja, alles klar. Der ist blau. Ja, was steht drauf? Hold. Okay. Wie viele Batterien? 3. Der Knopf weiß, gibt es mehr als 2 Batterien. Leuchtender Indikator mit FRK? Nein. 30 Sekunden. Halten. Blau. 4. 6. 5. Oh. Hä? 24,64 Sekunden. Alter Schwede. Unsere erst entschärfte Bombe mit Morsen. Das war das einzig Gute, das Erste, was du gesagt hast, das hat genau ein Wort mit H gegeben. Sag genau ein Wort mit dem Anfangsbuchstaben H gegeben, da habe ich es wenigstens da rausfinden können. Das ist gut. Top 67%. Naja. Ach, was. Nimmt einen doch ganz schön mit, das Spiel. Ach ja, und es gab eine Steam-Errungenschaft dafür. Oh, sehr schön. Experience is the best teacher. Oh nein, die nächste heißt Pick Up the Pace 2. Ist das gut oder schlecht für uns? 2,5 Minuten. Oh mein Gott. 5 Module. Was? Die Beschreibung ist, reading this only uses time you didn't have. Or you don't have. Ich muss eben einen Schluck trinken. Ja, ich werde jetzt auch noch schnell was trinken. Und dann ist das doch ein wunderbares Folgenfinale, glaube ich. Na, vielleicht schaffen wir auch 2 Anläufe. Start. Meine Güte. Es geht los. Einfache Kabel. Okay, wie viele? 6 Stück. Ja. 2 gelbe, ein weißes, ein rotes, ein blaues, ein schwarzes. Es gab 2 gelbe, gell? Ja. Wie viel rote? 1. Durchtrennen Sie das 4. Kabel. Dann nochmal.
Ja, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Allerdings sehe ich gerade nichts, deswegen machen wir weiter mit Symbolen. Okay. Gespiegeltes K. Gespiegeltes K. Verkrüppelte 3. Ja. Copyright und der Schnörkel. Copyright und der Schnörkel. Copyright, der Schnörkel, K, ja, und die 3. Alles klar. Dann nochmal einfache Kabel. 5 Stück. 5 Stück, ja. 2 schwarze, 2 blaue, ein rotes. Sollte das letzte Kabel schwarz... Ist das letzte Kabel schwarz? Nein. Ein rotes Kabel? Ja. Mehr als ein gelbes? Nein. Durchtrennen Sie das erste Kabel. Knopf. Okay. Weiß mit Press. Wie viele Batterien? 5. Ist der Knopf weiß? Leuchtender Indikator mit CAR? Nein. Ja, yes. 2 Batterien. Leuchtender Indikator mit FRK? Auch nicht? Nein, nur MSA. Oh, trifft nicht. Halten? Ja. Rot, Entschuldigung. 1. Okay, 50 Sekunden haben wir noch. Wir haben noch Wörter. Read. Read rechts Mitte. UR. UR, dann. Weiter. U. Weiter. UR. Falsch. UH. War irgendwie falsch. U, Apostroph, RE. U, Apostroph, RE, rechts Mitte. U und 3 Hs. Mein Gott, da ist es. Ready. Nein. Nothing. Left. Wait. Ja. Says. Rechts unten. U. Uhaha. Uhaha, uha. Ja. Ah, okay, explodiert. Scheiße. Wir waren zu langsam. Ach, einmal. Ich glaube, bei den Wörtern übersehe ich immer irgendwas. Okay. Nächster Versuch. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Nee, garantiert nicht. Okay. Wir fangen an mit den Wörtern. Moment, scroll ich wieder runter. Alles klar. C. S-E-E? Ja. Rechts unten. U-R. U-R. Y-O-U-R? Nein. Next? Nein. Like? Ja. Nächstes Wort ist First. Was? First. Ach hier, oben rechts. Like. Hier, your, also I, nein. Y, next. Nein. U, UR. Ja. Letztes Wort. Mhm. Ist C. Rechts oben. U, Apostroph, RE. Apostroph, RE. U? Nein. U, Apostroph, RE. Okay, einfache Kabel, 6 Stück. Ja. 3 gelbe, 2 rote, ein weißes. Keine roten Kabel? 2 rote. Ah, dann das vierte. Dann haben wir Knopf. Ja. Blau. Mit Abort ja. Drauf. Mit Abort, halten Sie den Knopf gedrückt. Blau. 4. Ah, okay, dann haben wir nochmal, kannst du schon mal gucken, gelber Knopf. Ja. Hold steht drauf. Okay. Und? Wie viele Batterien? 2. Ja, yes. FRK, leuchtender Indikator? Nein. Halten. Rot. 1. Okay, mach schon mal die Symbole auf. Okay. Okay, umgedrehtes Fragezeichen, 6, der Smiley mit der Zunge und das Verrückte. 6. Weiter, schnell, schnell. Das Verrückte, Fragezeichen und Smiley. Entschärft. ...18,79 Sekunden. Alter.
Ich muss so auf den Bildschirm starren, als würde ich auf einem weißen Blatt Papier einen weißen Fleck suchen. Top 55%. Ja, und ein wunderschönes Folgenende. Wir hatten Erfolg. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Pick Up the Pace 2 haben wir geschafft. Oh, und im nächsten Kapitel gibt es nicht Pick Up the Pace 3, das ist schon mal gut. Ah, sehr schön. Fürs nächste Mal drucke ich mir das aus. Mach das. Die nächste heißt dann auch No Room for Error. Aber oh, da haben wir keine Strikes übrig, oder? Nö, richtig. Okay, aber ja, das ist doch schon mal was. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.